Jo Leute, und was geht ab? Ich bin's, euer Tim Boumaier mit einem neuen Video für euch. Und heute soll es kurz und knackig etwas zum Thema sekundäre Pflanzenstoffe gehen, beziehungsweise warum ihr farbreiches Obst und Gemüse essen solltet, ja? Warum ist eine Süßkartoffel gesünder als eine normale Kartoffel? Warum ist die rote Zwiebel gesünder als die weiße Zwiebel? Ganz einfach, das liegt an den sekundären Pflanzenstoffen, die diese Farben verursachen. Ja, unter anderem zählen dazu die Antioxidantien wie Polyphenole zum Beispiel, aber auch Beta-Carotin, Lycopin, Saponine. Das sind diverse Stoffe, die die Pflanze normalerweise zum Beispiel unter anderem für Fressfeinde schützt oder aber auch zum Beispiel gewisse Feinde anlockt, ja, aufgrund des Geruchs. Viele Tiere können ja auch zum Beispiel keine Farben sehen, aber dass sie dann trotzdem angelockt werden aufgrund des Geruches. Es sind auf jeden Fall verschiedene Stoffe, die sich die Pflanzen über Jahre angeeignet haben, die der Pflanze einen Nutzen bringen. Ja, deswegen ist es zum Beispiel unter anderem auch wichtig, dass man wirklich Obst und Gemüse möglichst saisonal beziehungsweise auch aus der reinen Natur isst und unbehandelt und unbespritzt, weil die Pflanze dann gestresster ist. Ja, es klingt erstmal vielleicht ganz lustig, gestresstes Obst und Gemüse ist gesünder, hängt aber damit zusammen, dass die Pflanze natürlich Abwehrstoffe bilden muss, weil sie gewissen Feinden ausgesetzt ist, und diese Abwehrstoffe sind enorm gesund für uns. Ja, wenn sie jetzt aber doll bespritzt werden und viel Schutzmittel kriegen und die optimalen Bedingungen haben zum Wachsen und so weiter, die natürlich mehr oder weniger künstlich erzeugt sind, dann bildet die Pflanze natürlich oder hält die Pflanze es nicht für notwendig, so viele wichtige Stoffe zu bilden, um sich vor Fressfeinden zum Beispiel zu schützen oder generell vor anderen Sachen sich zu schützen, und enthält damit weniger sekundäre Pflanzenstoffe, weniger Antioxidantien und weniger gesunde Inhaltsstoffe, die uns auch nützen, ja. Und sekundäre Pflanzenstoffe haben zum Beispiel unter anderem auch den Vorteil, dass sie krebspräventiv wirken, einige von ihnen zumindest. Das heißt, dass sie Krebs bekämpfen oder dafür sorgen, dass wir zum Beispiel Krebs gar nicht bekommen, beziehungsweise den Kampf gegen Krebs unterstützen, als auch zum Beispiel als Zellschutz wirken, Anti-Aging wirken und so weiter und so fort, generell unser Immunsystem aufrechterhalten und supporten. Daher ist es besonders wichtig, dass ihr farbintensives Gemüse esst, ja, auch gerade diese dunklen Farben wie in Blaubeeren, Brombeeren, Grünkohl, dass ihr die wirklich mit in der Ernährung einbaut und möglichst unbehandelt. Da macht dann schon Bio einen Unterschied. Umso strenge Richtlinien wie zum Beispiel Demeter, natürlich umso besser, keine Werbung an der Stelle, aber ihr solltet da gucken, dass ihr die bestmögliche Qualität nehmt, beziehungsweise das möglichst gestressteste Gemüse oder Obst, das ihr erhalten könnt, am besten natürlich aus dem eigenen Garten, unbespritzt, unbehandelt, weil dann enthält das Obst und Gemüse besonders viele Antioxidantien und sekundäre Pflanzenstoffe. Sekundäre Pflanzenstoffe kommen natürlich auch nicht in der tierischen Nahrung vor, das heißt Milch, Fleisch enthält keine sekundären Ballaststoffe, genau wie sekundäre Pflanzenstoffe, genau wie auch gar keine Ballaststoffe. Ja, das heißt, hier auch nochmal der kleine Disclaimer, gönnt euch ordentlich pflanzliche Kost, unbehandelt, ja, unverarbeitete pflanzliche Lebensmittel, damit ihr viele von diesen sekundären Pflanzenstoffen aufnehmt. Man vermutet teils, dass es über 100.000 gibt. Das ist in den letzten Jahren jetzt rausgekommen. Sekundär hat damit nicht wirklich was zu tun, dass sie sekundär sind. Sie sind enorm wichtig, aber primär sind natürlich Fett, Kohlenhydrate und Eiweiß die ersten Stoffe, weil die als erst lebensnotwendig sind. Aber sekundäre Pflanzenstoffe sind enorm wichtig und haben einen riesigen Einfluss auf unsere Gesundheit und unser Immunsystem, was wiederum gerade jetzt auch in der kalten Jahreszeit enorm wichtig ist, um uns gegen Krankheiten und ja, andere Schädlichkeiten zu schützen. Aber das sollte natürlich das ganze Jahr über bedacht werden. Und daher solltet ihr auch das ganze Jahr über farbintensives Obst und Gemüse zu euch führen. Das gilt übrigens auch sowas für sowas wie Quinoa. Ja, der dunkle Quinoa ist reicher an sekundären Pflanzenstoffen als zum Beispiel der weiße Quinoa. Ja, also guckt, dass ihr farbintensive Lebensmittel einbaut und konsumiert in eurer Ernährung und möglichst unbehandelt, damit die Pflanze möglichst viele Abwehrstoffe bilden musste, die uns auch zugutekommen und unsere Eindringlinge, sage ich mal, auch abwehren bzw. auch bekämpfen. Ja, für weiteres folgt mir gerne. Wenn ihr mich supporten wollt, könnt ihr gerne bei SEKPLUS mit dem Code BOUMAIER10 bestellen. Dann unterstützt ihr mich etwas, für alle, die das gerne möchten. Und ansonsten sehen wir uns im nächsten Video. Euer Tim.